they sail up on his freight train. He starts rolling down the highway. Every day it's a long, hard run. Thinking mile by mile in this Detroit diesel of a family who's waiting there. So, jetzt gebe ich euch erstmal eine kleine Einweisung in Sachen US Truck Driving. Wir fangen mal an hier mit dem Armaturenbrett. Das ist bei dem Lone Star natürlich erstmal klassisch gehalten, wie bei den meisten US Trucks, aber trotzdem noch ein klein bisschen moderner. Was ich hier zum Beispiel sehe, sind die ganzen Anzeigen wie Achsöltemperatur, Motoröltemperatur, Öldruck gerechnet in PSI, PSI, Wassertemperatur. Hier angezeigt in Fahrenheit, kann man sich ganz einfach umrechnen. 200 Fahrenheit sind in etwa 90, 95 Grad, so ungefähr muss man das rechnen. Was ich auch sehr schön finde bei dem Lone Star, ist dieses echt ergonomisch geformte Lenkrad. Hat eine schöne Struktur, schönes Leder, kann man gut anfassen. Hier auch gleich am Lenkrad mit Multifunktionsschalterchen. Was ich auch sehr gut finde, das haben die anderen Trucks auch alle nicht, ist diese Einstellung hier, dass ich das Lenkrad wirklich so zu mir reißen kann. Normalerweise stehen die irgendwie so beim Ami. Ich kann es aber so an mich her heranziehen. Sehr schön finde ich das. So, das Getriebe ist natürlich ein Eaton Fuller Getriebe, auch made in USA. In diesem Falle hier ist es ein 13-Gang, das heißt, wir haben zwei verschiedene Gruppen. Nase unten, kleine Gruppe, Nase hoch, große Gruppe. Und dann haben wir die große Gruppe oben, können wir nochmal splitten. Dafür ist dieser kleine rote Hebel zuständig. Wenn man natürlich an dem leichten Gängeknatsch auch merkt, handelt es sich hierbei um ein unsynchronisiertes Eaton Fuller Getriebe. Hat den riesen Vorteil, hält um die 2 Millionen Kilometer. So, der Lone Star hat natürlich auch mächtig was unter der Haube. Angefeuert wird er hier von einem Cummins ISX, made in USA. Hat 500 PS und erfüllt in Europa die Euro 5 Abgasnorm. Hat 15 Liter Hubraum.